Zum 100. Geburtstag beglückwünsche ich den Caritasverband Osnabrück sehr herzlich. Nicht nur als ehrenamtlich tätige Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, sondern auch als Katholikin wünsche ich Ihnen alles Gute zu diesem Jubiläum. Seit der Gründung während des Ersten Weltkriegs hat der Caritasverband der Diözese Osnabrück unzählig vielen Menschen in Not im Sinne der Nächstenliebe geholfen. Dabei leisten sie großartige Arbeit, von der Kinder- und Jugendhilfe bis hin zu den Einrichtungen in der Pflege und decken ein breites inhaltliches Spektrum ab. Zum 100-jährigen Geburtstag wünsche ich dem Caritasverband der Diözese Osnabrück weiterhin so viele engagierte Haupt- und ehrenamtlich Tätige, die im Sinne der Nächstenliebe für ihre Mitmenschen tätig werden. Ich wünsche ihnen viel Kraft und Engagement und Freude an dieser Tätigkeit für die nächsten 100 Jahre.